Du bist echt der größte Affe im Clan, Toto. Du schmeißt auch die letzten Member raus, die den Clan aufrechterhalten haben während deiner Phasen, wo es dir nicht gut ging. Du spielst scheiße, kümmerst dich ein Dreck um den Clan und schmeißt ständig Leute raus, die besser spielen und aktiver sind, aber in deinen Augen dich persönlich als einziger ärgern aus irgendwelchen Nichtigkeit. Du bist der einzige Grund, warum der Clan so ist, wie er ist. Der Clan hat jetzt dein spielerisches Niveau erreicht. Man hätte dich einfach rausschmeißen sollen nach deiner letzten Inaktivität. Leider bist du wieder erwacht und bläst dich noch größer auf als vorher und Arkundreitplatzö beelst weiter in aller Regelmäßigkeit in alle Richtungen. Ständig ist irgendwer deinen Angriffen ausgesetzt, was nur Verwunderung bei anderen auslöst. Alle hast du verkrault mit deinen unüberlegten und infantilen Auftritten. Trotzdem bin ich stolz auf mich, 3 Jahre lang mit so einem Typen ausgehalten zu haben. Das war es dann auch von mir. Ciao. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Und das ist eine coole Funktion, muss ich sagen, im Discord, die Nachrichtsvorlesefunktion. Habe ich wirklich noch nie genutzt und habe ich mir jetzt aber mal zu Nutzen gemacht. Dann brauche ich das gar nicht lange erklären, was hier eigentlich über Ostern los war oder sagen wir mal so, eigentlich nur am Karfreitag los war. Denn dem Ganzen ging nicht unbedingt jetzt eine Niederlage vorweg, aber alles das, was da gesagt wurde, ist sicherlich entspricht da einiges der Wahrheit. Klar, wir sind alles große Affen. Davon stammen wir schließlich auch ab. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt die letzten Member rausgeschmissen habe, die den Clan so zusammengehalten haben, als wir nur 19 Leute waren. Ich glaube, das war nicht schwierig, weil das waren alles Leute, die sowieso schon ewig und 3 Tage bei uns waren und nicht so wirklich weg wollen oder können. Und natürlich, also ich gehe da nur so ein bisschen drauf ein. Ich bin im Discord da nicht drauf eingegangen. Denn ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man so über mich denkt. Natürlich spiele ich scheiße. Ich habe auch nie gesagt, dass ich gut spiele. Aber wir können hier gerne mal rausgehen und gehen in das andere Kriegslog beziehungsweise in den kleinen Krieg von gestern rein. Der sah nämlich wieder grün aus. Also, aber zu dem vorherigen kann ich gleich noch was sagen. Und deswegen fand ich das Ganze auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hart oder fair. Ist oder hart unfair, ist sicherlich schwierig gesagt und deswegen gehe ich da nur so ein bisschen drauf ein und ja, aber wie gesagt, ich hab sowieso nie gesagt, dass ich ein guter Angreifer bin oder ein guter Clanführer. Ich meine, diejenigen, die hier den Clan so aufrechterhalten haben, als ich hier so inaktiv war, die haben jetzt auch nicht wirklich den Clan hier geführt, so will ich es mal sagen, sondern wir haben einfach Clan weitergespielt, ob ich nun da war oder nicht. Und plötzlich komme ich wieder und pöpel weiterhin rum. Okay, ja, das ist vielleicht meine blöde Art, mag sein, aber ich blase mich auf, okay. Als vorher. War ich vorher schon so aufgeblasen? Ist mir vielleicht nie so aufgefallen. Da muss ich mal hart an mir arbeiten und einfach mal den Mund halten. Wenn es denn drauf ankommt. Und klar, ständig ist jemand in meinen Angriffen ausgesetzt. Ich meine, ab und zu meine ich das auch nur, verstehe ich das auch nur als hilfreiche Kritik. Aber ich denke mal, dass ich Leute hier so hart angreife und sage, Alter, war das scheiße. Und so einer bin ich ja eigentlich nicht wirklich. Und infantilen Auftreten, ja, ich meine, jeder ist immer noch ein bisschen Kind. Und manchmal kommt natürlich hier ein bisschen kindisch rüber, gar keine Frage. Auch das mag sein, aber klar hat das jetzt 3 Jahre mit mir ausgehalten. Und ich habe 2 Leute rausgeschmissen. 2 vom Stamm, muss ich sagen. Den ganzen Ärger an dem doofen Freitag ging eigentlich noch was anderes vorher. Ich hatte eigentlich im RL Besuch erwartet und relativ früh habe dann irgendwann gemerkt, dass ich meinen Stream nicht einhalten kann, weil mein RL halt noch nicht stattgefunden hat, so will ich es mal sagen.
und habe hier wirklich ganz, ganz lange gewartet und ich habe auch bis heute noch keine Antwort bekommen, warum man mich denn doch jetzt nicht besucht hat im RL. Und die Frage ist immer noch offen. Naja, und das hat mich dann besonders geärgert, dass ich sag mal, 4 Stunden irgendwo da draußen rumgeeiert bin, rumgeirrt bin. Naja, so schlimm war es jetzt nicht. War sowieso ja ein schöner Abend. Und dann irgendwie nichts kam und dann kommst du hier hin und siehst, dass deine Vizes schon wieder entweder keinen Angriff machen oder wie seit Wochen nur einen Angriff machen. Ich meine, das muss demjenigen ja auch zu denken geben, der das Ganze verfasst hat, dass er hier auch seit 10 Wochen immer nur einen Angriff macht in den Clankriegen. Und klar, das nehmen ja alle so hin, ist ja nur ein Vize. So ein Vize darf das ja, aber der Anführer darf das natürlich nicht. Ja. Also wenn ich einen Angriff verpenne oder so, entweder sage ich, ja, habe ich verpennt, oder aber ich habe irgendeine andere Ausrede, keine Ahnung, Internet war nicht da ich habe meine Augen nicht aufgekriegt, weil ich zu müde war, keine Ahnung, irgendwas fällt mir immer ein, irgendeine Ausrede, letztendlich habe ich dann Angriff nicht gemacht, ja, ist aber jetzt auch schon echt lange her, dass ich das nicht gemacht habe und naja. Da muss man sich vielleicht selber an die eigene Nase fassen, dass man hier seit 20 Wochen immer nur einen Angriff im CK macht und dazu gar nichts sagt. Gar nichts. Ja? Also nicht mal ansatzweise irgendwas sagt. Warum macht man das wochenlang? Keine Ahnung. Sicherlich nicht, um mich zu ärgern, damit ich mal so eine Folge kreiere hier, wie sehr mich das auch ärgert, aber okay. Aber wie gesagt. Berechtigte Kritik, gar keine Frage, und ich nehme das gerne an und versuche daran zu arbeiten. Ich habe die beiden sogar wieder eingeladen, hier in den Clan reinzukommen, denn der Clan ist über Ostern hier voll geworden. Haben irgendwelche oder irgendwelcher, ein ganzer Clan ist hier hingekommen, und das muss ich auch erstmal noch ein bisschen verarbeiten und deuten. Da hat sich wohl irgendwie ein Clan aufgelöst oder was auch immer, und plötzlich kamen hier dann ganz, ganz viele neue rein, aber ich habe genau diese beiden Plätze immer noch freigehalten, die ganze Zeit jetzt. Denn, ich höre gerade, ihr hört ja gar nichts, okay. Ja, ich habe die ganze Zeit was freigehalten, oder ich halte den zumindest 2 Plätze noch frei, falls denn doch noch mal jemand der Meinung ist, dass er hier hinkommen möchte. Also ich bin da auf jeden Fall offen und gebe mir da auch eine zweite Chance. Gar keine Frage. Ja, was heißt gebe mir eine zweite Chance? Das ist übrigens eine coole Angriffsstrategie hier von dem Kollegen hier. Aber haben wir ja schon öfter jetzt gesehen. Mit 21 Riesen, ein paar Päcker geht hier sicherlich. Naja, einiges. Ach, naja. Ja, ich habe da jetzt Ostern ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich war nicht im Livestream, weder samstags dann noch sonntags noch montags, denn nach dem Karfreitag kam für mich auch Ostern und dementsprechend habe ich hier auch mal ein bisschen Strom gespart und habe meine Rechner einfach mal lange auch ausgelassen. Ich meine, es war schönes Wetter, Leute, sind wir ehrlich, und da macht man dann auch bis weit in den Abend sicherlich was anderes, als sich abends hinzusetzen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, um so ein bisschen rumzustreamen, aber naja, also wie gesagt, Fazit ist eigentlich, ich finde es in Ordnung. Ist zwar hart, aber ich finde es fair. Und jetzt könnte ich natürlich auch denken, Mensch, den kennst du jetzt schon so lange. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass man echt so über mich denkt, dass ich so schrecklich bin. Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Okay, pöpeln, rumpöpeln und mich aufblasen. Na, okay. Na, okay. Ich meine, was soll ich dagegen machen? Vielleicht bin ich auch einfach nur so. Naja, wir gucken hier nebenbei ja so ein paar Clankriegsangriffe, und das spiegelt jetzt den Clan ja wieder, könnte man ja jetzt sagen. Ja, genau das spiegelt den Clan wieder, denn wir haben den letzten Clankrieg gewonnen, weil alle ihre Angriffe gemacht haben. Und denn den einen Clankrieg hätten wir sicherlich nicht verloren, wenn alle ihre Angriffe gemacht hätten. Muss ich ganz klar
dazu sagen. Und wenn du das dann schon öfter beobachtet hast, dass wir immer knapp gewinnen oder wenn wir verlieren, dann nur wegen so einem Mist verlieren, dann ist das schon ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ich meine, es ist immer noch ein Spiel. Es ist immer noch ein Spiel und eigentlich habe ich von Spielen und Freunden eine ganz andere Meinung. Denn in Spielen baue ich selten, so will ich es mal sagen, Freundschaften auf. Ich meine, die Leute, die ich etwas näher kenne, die kenne ich dann, die habe ich schon mal im Real Life kennengelernt. Aber ansonsten muss ich sagen, kennst du die Leute in der Regel nicht. Du schaust nicht ins Gesicht, die gucken dir nicht ins Gesicht. Und wenn du dich nie mit denen unterhalten hast oder die mal gesehen hast, dann hat man da sicherlich immer irgendwo so ein bisschen andere Meinung. Aber dass ausgerechnet jemand, der mich eigentlich kennt, echt so über mich denkt, weiß ich nicht, vielleicht auch nur, weil er so ultra sauer war, dass ich ihn nicht nur degradiert habe, nein, es war ja ein Vize, wo sich die Leute ja wochenlang angeguckt haben, dass hier ein Vize-Anführer wochenlang immer nur einen Angriff macht und dazu überhaupt nichts sagt, dass der vielleicht auch, ich will nicht sagen, überreagiert hat, aber ich meine, ich habe ihn ganz klar ganz gekickt. Ich hätte ihn jetzt auch nur degradieren können. Das war auch eigentlich so von den anderen hier erstmal favorisiert, aber ich war irgendwie so, ihr wisst schon. Ich war halt dann plötzlich ganz, ganz schlecht drauf und hatte mir ganz fest vorgenommen, die kick ich jetzt, die degradiere ich nicht. Ist mir egal, wie lange die hier sind. Und wenn es Jahre sind, ich meine, ich habe sogar, das wird denjenigen jetzt wahrscheinlich freuen, ich habe sogar danach an ein Aufhören gedacht. Also ich habe gedacht, gibst du den Clan hier ab und ziehst einfach mit deiner Meute weiter und dann können die ja hier wieder in den Clan. Ich bin dann ja nicht mehr da, der Rumpöbler, der Aufbläser und der ganz, ganz große Affe, sondern der ist dann weg. Und hätte man ja auch machen können. Ich meine, warum habt ihr mich nicht gekickt? Warum habt ihr mich nicht gekickt, als ich so inaktiv war? Ihr hättet nur sagen brauchen, Toto, geh mal aus dem Clan raus, du störst. Gib uns mal bitte die Führung von Uschi und dann schmeißen wir den Laden hier schon. Ja, hätte man auch machen können. Ich meine, warum habt ihr das nicht gemacht? Man muss sich auch mal so fragen. Ja, und habt auf den aufgeblasenen, aufpöpelnden Toto gewartet, bis er wieder erwacht, ja, und noch schlimmer ist als vorher. Ja. Es war jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Naja, aber Max macht hier echt nette Angriffe, muss ich sagen. Da kann man sich einiges von abgucken, muss ich gestehen. Und auch in verschiedenen Varianten, also mit Golalo oder auch mit Hybrid hier. Also Hybrid, ganz, ganz stark, vor allen Dingen Rathaus schon mal weg, das ist schon halbe Miete, ich meine, das ist jetzt ein Stern, über 20-25% jetzt gleich schon und hat alle Zeit der Welt, hier jetzt weiter reinzukommen. Ein Hybrid habe ich jetzt noch nicht mit dieser Karre hier gespielt, die geht jetzt auch auf, okay, ah, ist ein bisschen ärgerlich, die werden jetzt gerade so noch ein bisschen weggeschoben, aber hier auch mit dem Drachenreiter drin, echt cool gemacht, muss ich sagen. Und ich würde auch ganz klar sagen, dieser Clan kriegt hier ganz, ganz verdient gewonnen. Schön agiert hier, schöne Dips teilweise im unteren Bereich, aber solange wir im oberen Bereich, glaube ich, stabil immer so ein, zwei, Dreier holen. Ich ja jetzt nicht, ich bin ja scheiße im Angreifen, natürlich. Ja, ich habe ja auch nie gesagt, dass ich gut bin. Sonst würde ich mich anders hinstellen und würde euch noch viel, viel mehr niedermachen, wenn ich hier nur einen Dreier nach dem nächsten reiße und ihr macht das nicht. Vermutlich wäre ich dann nicht mal in diesem Clan, sondern würde vielleicht E-Sports spielen oder sowas. Ja, wenn ich hier die Überkanone wäre in Clash of Clans, aber A, bin ich das nicht und B, habe ich auch nie gesagt, dass ich's bin. Also, egal. Wenn ich mal einen Dreier mache, dann ist das eher Zufall. Oder die Base war schlecht oder die Clanburg war schlecht. Irgendein Faktor ist es immer, aber es ist nie der Faktor, dass ich mal gut angegriffen habe. Ja? So ist das natürlich nicht. Naja, Fazit ist eigentlich, wie gesagt, wir haben den Clankick jetzt schön gewonnen und sind auch wieder auf einem guten Weg. Ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Platz noch freigelassen.
Und die Leute kommen jetzt auch so langsam in den Discord, finde ich auch sehr, sehr gut. Ich muss sie dann nur aufnehmen, dass die dann auch, naja, okay. Dass die dann, oh, ein schlechter Angriff, ey, 2 Sterne nur, naja. Mensch, Mensch, das bestätigt ja den Sprecher und Schreiber vollkommen, dass ich halt scheiße angreife. Naja, ich lasse den Angriff trotzdem laufen, war ein Time-Fail. Am Ende fehlten mir einfach ein paar Truppen. Und dann können die Leute auch in Discord kommen. Ich muss dann, es gibt auch einen Channel-Herausforderer, den sehen also nicht alle. Und dann sollte man schon Herausforderer sein, dann sieht man den auch. Und dann hat man so ein bisschen internes Gequatsche abseits von dem Gequatsche. Aber der Discord war sowieso sehr tot. Ich habe erst gedacht, die dissen mich jetzt alle hier. Denn ich habe irgendwann Ostersonntag, glaube ich, vor Ostern mal gewünscht. Und tatsächlich hat einer hat sich dazu herabgelassen, überhaupt mal auch frohe Ostern zu wünschen. Da habe ich auch erst gedacht, jetzt ist alles tot hier. Jetzt hast du gänzlich verspielt oder so. Naja, was soll ich sagen? Es ist nur ein Spiel und ich habe kein Herz. Also, wie gesagt, ich baue hier keine Freundschaft mehr auf oder überhaupt nicht. Wir spielen hier zusammen, wir gewinnen und verlieren zusammen. Ja, und wenn der mal eine besondere Situation da ist, wie die Situation, dass ich mal wieder durchgedreht bin mit meinem kindshaften Verhalten, dann ist das eben so. Naja, aber wie gesagt, das war, na, der war recht knapp, der Angriff. War ein bisschen verblendet, muss ich sagen. Ich hätte mir die Lakaien für noch später aufheben sollen. Und denn die gesamte untere Flanke hier bleibt stehen bei dem Angriff. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber trotzdem fand ich den jetzt für mich in Ordnung. War halt eine knappe Kiste. Und der Roll Champion hier noch schön in Heilung. Und ja, jetzt habe ich die irgendwie, wo habe ich den eigentlich gesetzt? Ach, die sind draufgegangen, glaube ich. Aber hier unten, na, vielleicht wäre da auch eine Luftmine gewesen. Ärgerlicherweise muss der Roll Champion jetzt nochmal nach oben ziehen, komplett. Das war ein bisschen dusselig und das hat dann auch Zeit gekostet, den Bogenschützenturm da jetzt noch zu machen und auch den angestoßenen oder angeschossenen Inferno-Turm, der jetzt aber doch noch gerade so von den Yeti-Mites geholt wurde am Ende. Aber der World Champion ist jetzt auch nicht so der Abräumer, wenn es ums Clean-Up geht. Er braucht halt immer ein bisschen Laufen, stellt sich dann hin, schmeißt dann den Speer oder die Schippe, was es halt jetzt gerade ist. Und das dauert dann ein bisschen mit dem Clean-Up. Also hat es hier unten einfach nur ein bisschen an der Zeit gefehlt. Und das habe ich mal so hingenommen. Aber ich denke, gute Prozente hier auf die 1 mit 90, mit 90 Stück war das für mich absolut in Ordnung. Naja, willkommen den Neuen und schade um die Alten, aber was willst du machen? Wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, noch 2 Plätze hier freigelassen. Die bleiben jetzt auch frei. Da bewerben sich zwar Leute. Ach, jetzt ist da ja doch noch schon wieder einer reingekommen hier. Sehr ärgerlich, muss ich sagen. Okay, das muss ich jetzt gleich klären. Es sollten 2 Plätze frei bleiben. Und wenn die beiden denn wiederkommen, dann ist das für mich in Ordnung. Vielleicht für die beiden ja auch, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, ihr hattet ein schönes, angenehmes Osterfest und genießt jetzt die laufende Woche. Also habt einen coolen Wochenstart. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns. Bis dahin, euer Toto. Clasht.